Hallo Leute, was geht? Willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben heute für zuallererst die letzte Folge. Ich gebe irgendeinem die Chance, einem Bekannten, einem Unbekannten, bei mir auf dem Kanal was abzulohnen. Und bei der letzten Sniper-Montage habt ihr gesagt, ihr würdet euch wünschen, wenn ich während des Videos auf die Leute reagiere. Das heißt, das machen wir heute. Deswegen seht ihr mein wunderschönes Gesicht so unter dem, der sich hier gleich vorstellt. Noch eine wichtige Info für euch. Nächsten Samstag, also nicht jetzt, wenn ihr es heute seht, sondern eine Woche später in 7 Tagen, findet ab 14 Uhr das Blackout-Turnier statt. Ich weiß jetzt auch, wie es läuft. Und zwar, es werden 2 Paare gesucht, also Duos, ein Paar, 2 Leute. Wir werden ein privates Blackout-Match machen und ihr könnt dann zusammen mit 10, 15, 20, 25 anderen Teams in einem privaten Blackout-Match von der Map springen. Spielt ein ganz normales Blackout-Match. Es gibt dann, da werde ich Sonntag oder Montag eine Tabelle für euch noch machen für ein Video. Es wird verschiedene Punkte geben für 1, 2 Herausforderungen, die ich stelle, damit es ein bisschen witziger wird. Und es wird Punkte geben für Kills und für Siege. Das werden wir, je nachdem wie viele Teilnehmer wir haben, 3 bis 5 Runden lang machen. Wenn wir es 3 Runden lang machen, dann wird es eine Entscheidungsrunde geben mit den besten 5 bis dahin und das Siegerteam kriegt dann etwas. Und wenn wir mehrere Runden machen, also 5 Runden, dann werden die Top 3 nachher was bekommen. Das ist die Idee, wie ich es bisher habe. Ich glaube, das wird einigen gefallen. Schreibt runter in die Kommentare bitte, ob ihr Interesse hättet, am Blackout-Turnier auf Twitch ab 14 Uhr Samstag teilzunehmen. Wird auf jeden Fall sehr interessant. Ich persönlich werde nicht mitmachen. Ich werde das alles live kommentieren. Es wird, glaube ich, sehr, sehr cool und ich freue mich drauf. Und jetzt kommen wir zu dem jungen Mann, der sich hier heute vorstellen möchte. Und zwar ist das der liebe Horst. Hallo. Ich bin der Horst. Horst. Der liebe Horst ist Moderator seit vielen, vielen Monaten bei Raptor. Richtig. Raptor kennt ihr nicht? Passt mal auf. Ja, wir haben es doch verstanden, dass du Titan spielst. So, jetzt kennt ihr Raptor mit Sicherheit. Einer der größten, wirklich bekanntesten deutschen YouTuber. Und der liebe Horst ist der Moderator. Und noch einer von meinen Mods ist ebenfalls der Moderator. Und ich bin auf dem Horst aufmerksam geworden durch Zufall und er fängt wirklich gerade an. Er hat auf YouTube einen Abonnenten, Leute. Er hat einen Abonnenten. Und ich war der Auffassung, helfen wir ihm ein bisschen, geben ihm ein bisschen Starthilfe. Ich weiß, ich habe eine krasse Com. Gucken wir uns mal an, was er uns bietet und dann reagieren wir mal drauf und gucken mal. Ich werde da auch ein bisschen, ich habe es mir noch nicht komplett angeguckt, also ich weiß noch nicht, was auf uns zukommt. Gönnen wir uns einfach und dann sehen wir mal, was für Live-Reactions da von mir irgendwie kommen. Lasst uns doch einfach direkt mal anfangen. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Horst. Ich mache hier ein kleines Vorstellungsvideo. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist mein erstes Video, was ich mache. Ist natürlich dementsprechend weird. Ich werde jetzt einfach mal schnell zum Gameplay. Bevor ihr jetzt fragt, was weird heißt, so eine Art komisch verrückt ist das im Prinzip auf Englisch. Übrigens, ich feiere seine Brille ein bisschen. Willkommen, damit das einfach mal schnell fertig ist. Ist aus dem Streamer spielt, ist ein Nuke-Fail. Ha. Ich bin auf 29er gestorben von den Typen, den ich zum Schluss eigentlich fast dauerhaft geholt habe. Das kenne ich, Nuke-Fail. Tickets Geschäft bei mir, da muss ich los. Leider schade, ich hatte schön 30-0 mit einem Ikea-Kill. Ja, nein, er hat nicht gesagt Ikea, sondern IKIA. IKIA. Enemy killed in action. Also bevor jetzt hier irgendwelche Leute sagen, er will bei IKEA einkaufen, geht nein. Kann man nichts machen. Ich hoffe dann natürlich, dass es die Tage mal kommen wird. Jo, warum Vorstellungsvideo? Also, wie gesagt, mein Name ist Horst. Ich bin auf Twitch unterwegs. Ich muss mal kurz. Er heißt Horst. Er hat die geilste Brille der Welt, Leute. Das allein sind schon 2 Gründe, im Prinzip ein Abo dazulassen und dem jungen Mann beim Black Ops 4 zu spielen und mal zuzugucken. Ich mache Twitch einfach nur aus dem Grund, weil ich mir denke, ey, wäre doch cool, wenn du mit den Leuten was zu tun hast, auch wenn die im Internet unterwegs sind. Ich meine, ich zock sowieso aus Leidenschaft. Ich zock schon seit 8, 9 Jahren. Ich zock halt Xbox und PC. Habt ihr es gehört?
Ich zock schon seit, boah, 8, 9 Jahren. Ich zock halt Xbox und PC. Xbox, Leute, dann muss ich los. Das war's. Viel Spaß noch. War natürlich nur ein Scherz. Seit ich angefangen bin, der Xbox bis heute noch treu. Daher, logischerweise, zocke ich auf der Xbox. Manche Leute lernen spät erst dazu. Bin momentan gerade im Stream und Shepard war auf jeden Fall so nett und meinte so, ey komm, ich weiß, es ist schwer am Anfang zu streamen, um irgendwie ein bisschen Zuschauer zu bekommen und groß zu werden. Daher meinte er so, komm, mach ein Video, ich würde es hochladen, was ich richtig geil finde von ihm. Shepard, nochmal an dieser Stelle echt nochmal danke, 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 danke. Liebe geht auf jeden Fall raus. Ich kann dazu nicht mehr sagen, das ist echt viel zu nett. Also, ja. Ich möchte erwähnen, Leute, ich habe ihm keine Leber versprochen und ich gebe ihm auch nicht eine von meinen 2 Nieren. Zu mir selber. Ich komme mal ein bisschen zu mir. Besser als wenn wir zu ihm kommen. Ja, mein Name ist Horst. Bin 20 Jahre jung. Komme aus dem schönen Österreich und bin leidenschaftlicher Xbox-Spieler, PC-Spieler, zocke hauptsächlich Call of Duty, zocke aber auch nebenbei ein bisschen Rollenspiele wie Skyrim oder so, aber das streame ich eventuell selten. Wenn ich mal Ego-Shooter oder was streame, dann, wie gesagt, wird das hauptsächlich Call of Duty sein, kann aber auch Battlefield sein, kann aber auch Rainbow sein. Xbox, Battlefield, dann muss ich los. Aber komplett. Und wir kommen auch nie wieder. Wir geben ihm trotzdem noch weiter die Chance. Ich mag ihn bisher. Also, Hauptgebiet ist Ego-Shooter. Wirklich Hauptgebiet. Ich streame meistens am Wochenende, streame aber auch unter der Woche. Wie nachdem es meine Arbeit zulässt, arbeite. Oder wann das Arbeitsamt aufmacht, ne? Kennen wir auch einige von. Natürlich, ich bin Beamter im öffentlichen Dienst. Was ich jetzt nicht näher genau darauf eingehen möchte. Wenn es den einen oder anderen vielleicht schon auffällt, ja, ich bin aus Österreich, ich bin nicht selber geborener Deutscher. Xbox-Spieler, Battlefield, kein geborener Deutscher. Wird kritisch, Horst, wird kritisch. Ich probiere es halt so gut wie möglich, Hochdeutsch zu reden und natürlich auch klangvoll. Ich weiß halt nicht, was ich noch viel dazu sagen soll. Man sieht gerade noch den Overlay vom Twitch. Ich weiß halt nicht, ob ich den jetzt machen sollte oder nicht. Ich mache gerade die Aufnahme im Stream. Daher ist das vielleicht ein bisschen cringe, wenn schon Leute zuschauen. Ich schaue halt immer ein bisschen rechts rüber, weil ich gerade den Streamchat offen habe. Aber ja, es gibt halt gar nicht viel zu sagen, weil ich eben nicht die Erfahrung habe für ein YouTube-Video. Aber jetzt mal ganz im Ernst, Leute, ne? Ich meine, ihr kennt mich jetzt, also viele von euch seit einem Jahr. Ich habe ja auch irgendwann mal angefangen, ohne Kamera, ohne alles, ohne Mikrofon, ohne LEDs, ohne alles. Einfach nur mit einer Playstation aus und dann irgendwas kommentiert. Damals ja noch ganz normale Gameplays. Wenn ihr euch den lieben Horst anguckt, ihr merkt richtig, wie nervös der ist, weil er weiß, das geht jetzt auf eine größere Plattform als vor ein oder zwei Zuschauern. Also seid nett zu ihm, seid auch nett in den Kommentaren. Ich möchte das hier wirklich einmal erwähnen. Er gibt sich größte Mühe. Ich würde es auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt. Mein Twitch-Name ist DasHorst. Ist, glaube ich, nicht schwer zu verstehen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt. Ein Follow da lasst. Das ist ein kleines Herzchen. Gleich wie bei YouTube mit dem Abonnieren. Kostet nichts. Ihr seht nur, wenn ich online komme. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Mehr kann ich dazu echt nicht sagen. Und für jeden Einzelnen, danke. Ja, bei sämtlichen Sachen, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, kommt vorbei, fragt mich im Chat. Ich gehe gerne auf den Chat ein. Weil einfach das momentan gerade auch den Spaß macht. Falls du solo, was ich Großteil unterwegs bin, solo unterwegs bist und irgendwie den Chat nebenbei offen hast, wenn da 5 Leute oder was drin sind. Ey, ich bin mega glücklich. Heute ist schon ein Tag, wo ich sage, Alter, ich bin happy. Ich bin echt happy. Ich habe heute meine Zuschauerzahl geknackt.
ich bin glücklich unterwegs. Heute hat mir hier Shepper auch noch eben dieses Angebot gemacht und ja, ich bin heute einfach nur glücklich, Alter. Ich kann nicht aufhören zum Grinsen. Das ist so süß, Leute. Er hat irgendwie heute 4 oder 5 Zuschauer gehabt. Ich bin wirklich ja mehr oder weniger durch Zufall auf ihn gestoßen. Er ist der Moderator von Raptor. Das heißt, er könnte auch durchaus Raptor fragen, ob er mit seinen 5, 6, 700 Zuschauern ihn einfach einen Push gibt. Aber ich kann verstehen, dass man das ungern machen möchte, weil man ja, wenn man Moderator ist, nicht deswegen davon profitieren möchte. Also, ich finde ihn sympathisch. Ein süßer kleiner Junge. Wird gut in mein Regal passen. Von egal. IKEA. Daher würde es mich freuen, ich sag das jetzt 30.000 Mal schon, ich glaube, ich lasse es gut sein. Ihr wisst, wo ich erreichbar bin, vielleicht verlinkt mich Shepard, ich weiß es ja nicht. Aber wir gönnen uns jetzt nur schnell, wie ich drauf gehe, leider Gottes. Und ja, was könnte ich sonst noch erzählen? Streaming. Ja, am Wochenende streame ich meistens so ab, ich sag mal 15 Uhr weg, kann natürlich auch 14 Uhr sein. Je nachdem, wie ich gerade aufstehe. Oder wie das Arbeitsamt aufmacht. Wenn ich arbeiten muss, muss ich arbeiten. Meine Arbeit ist halt so, die ist flexibel. Also wenn die sagen, ey, ich brauche dich von dann bis dann und dann muss ich da sein, dann kann ich nicht sagen, nö. So wie zum Beispiel am Montag muss ich jetzt nach dem Urlaub, ich hatte jetzt gerade ewig Urlaub und muss jetzt nach dem Urlaub am Montag bis 22 Uhr arbeiten. Ja, und an dieser Stelle wurde getötet, war sehr aggressiv, war sehr wütend, wie gesagt. Montana Black steht um 22 Uhr, ist auf. War ein Newfail, hier sieht man es nochmal schnell, wenn ich... Hallo? Lol, warum wird links jetzt sogar das Geld angezeigt? Warten wir noch einen kurzen Augenblick, der Kinomodus ist komplett verpackt. Hier schön, 30.1, man sieht, ich stehe auf gar. Ja, wie gesagt, war im Stream. Aber hey, würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Schöne Grüße noch und haut raus. Also Leute, da muss man ganz ehrlich sagen, ich finde den jungen Mann sympathisch. Wenn ihr das Fast New Gameplay jetzt irgendwie gemocht habt oder wenn ihr ihn auch ein bisschen sympathisch findet, ich habe natürlich alles zu seinem Kanal, YouTube und Twitch, hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr sowas vielleicht öfter sehen wollt, schreibt unten in die Kommentare und vergesst nicht, euch fürs Blackout-Turnier anzumelden. Das nächste, was ihr jetzt um die Ohren bekommt, ist... Ich sag's euch nicht. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Haut ein Abo raus, wenn ihr es noch nicht habt. Würde mich freuen. Ich bin weg.